Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu Bibi und Tina. Reiterferien, die neue App für alle Android-Geräte und ich denke mal iOS-Geräte auch. Da bin ich mir nicht sicher, weil ich habe kein iOS-Gerät. Ich glaube aber schon, das ist eine neue App der Bibi und Tina-Reihe. Freut mich sehr und da ich ja der weltgrößte Bibi und Tina YouTube-Spieler bin, es gibt. Checken wir es natürlich aus. Ich freue mich. Ich fand die bisherigen Bibi und Tina-Apps nämlich alle richtig cool. Die sind wirklich immer super schön gemacht und ja, transportieren dieses Bibi und Tina-Franchise, also diese ganze Welt, auf eine schöne, schöne Art und Weise. Und ich bin gespannt, ob diese App das auch tut. Also ich bin normalerweise immer, wenn ich ein Spiel für Bibi und Tina sehe oder sowas. Also es ist meistens echt richtig gut und bislang wurde ich da noch nie enttäuscht. Und das, denke ich, werden wir bei dieser App genauso haben. Aber fangen wir einfach mal an und gucken uns das mal an. Wie willst du heißen? Oh, ich nenne mich einfach mal Peggy, so ganz klassisch. Kann ich hier was eingeben da unten? Peggy, genau, erstellen. Und dann gucken wir mal, was hier so abgeht. Ah, wir können uns selber erstellen. Kann ich jetzt auch Boy sein? Nee, ne? Aber Peggy kann ja auch bestimmt ein Mädchen sein, ne? Hautfarbe können wir einstellen. Vielleicht nicht ganz so. Na, ich hätte gern sowas dazwischen, so ein leichtes bräunlich. Das ist mir fast ein bisschen zu dunkel. Ich hätte gern so eine schöne braune Farbe halt. Was haben wir denn da? Oh, so ein Pferdeschwanz. Das ist gut. Dunkelbraun. Ja, das ist schön. Das passt. Cap. Oh, so ein Hut. So ein Hut ist eigentlich auch schon cute, ne? Oder hier so eine Kappe. Können wir die auch weglassen? Komplett ohne. Ja, das finde ich gut. Ich feiere das. Die Augen sind auch hübsch geworden. Ja, das ist super gut. Das Gesicht ist auch freundlich. Ein bisschen... Ja, so. Okay. Sehr gut. Ah, Spielecharaktere einrichten ist schon immer wirklich ganz, ganz fantastisch. Outfits. Ja. Ja, okay. Wollen wir vielleicht... Was passt denn so farblich auch noch? So lila? Hm, weiß nicht. Na, hier, My Horse Club lässt grüßen. Könnt ihr gerne, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, bei mir auch mal reingucken und euch mein Let's Play zur My Horse Club App angucken. Auch ein wirklich fantastisches Spiel und hier vom selben Hersteller. So, ich nehme mal das. Ah, Shorts. Ich weiß nicht. Komm, Reithosen. Wir gehen mit Standard-Reithosen. Schwarz kann man machen. Ein bisschen Farbe wäre vielleicht nicht schlecht. So was Helleres. So eine weiße. Also ich hätte jetzt grau genommen, aber weiß... Ja, komm, so grau. Und dann haben wir hier kurze Stiefel. Ja, das sieht doch ganz ordentlich aus. Was haben wir noch? Lange Reitstiefel. Ah nee, das gefällt mir ganz gut. Komm, wir nehmen die einfach mal so jetzt. Vielleicht ist das Oberteil noch ein bisschen dunkel, oder? Komm, wir gehen dann noch schon ein bisschen mehr Farbe. So mit Weiß, das finde ich ganz gut. Wenn die... Ah ja, so, passt natürlich auch gut zu den Haaren. Ich will da mal nicht so lange rumtun, ehrlich gesagt, weil ich will mehr das Spiel spielen. Aber es ist wichtig. Ja, komm so. Komm so, das ist doch gut. Das ist sehr grau, ne? Dann machen wir die Hose anders. Dann machen wir die Hose... Machen wir braun. Oder so rötlich? Nee. Ja, komm, weiß. Passt. Na komm. Los geht's. Jetzt gucken wir uns mal an. Also es geht ja um die Reiterferien und wir schauen uns mal an, was los ist. Ah, Frau Martin. Hallo, ich bin Frau Martin. Willkommen im Tutorial. Bevor du auf Entdeckungsreise gehst, erkläre ich dir, wie du dich hier zurechtfindest. Ah, das ist natürlich lieb von Frau Martin. Schön, dass wir hier auf dem Martinshof gleich so, so herzlich empfangen werden. Genau, wir können hier uns das auswählen, die schönsten Reitstrecken. Ja, das kennen wir ja schon so ein bisschen. Die Hufeisen müssen wir noch freischalten. Ausreiz, genau, da können wir dann ausreiten. Okay, hier springen hoch. Wir können hier ausweichen. Ich muss jetzt noch gucken, wie ich das steuere, weil ich sie am PC aufnehme. Missionen kann ich machen, das ist natürlich cool. Die Pferde können wir leveln. Yo. Und das sind Abenteuer mit so Ausrufezeichen. Genau, dann haben dann die Leute für uns Aufträge. Können wir dann im Auftragsbuch anschauen. Momentan sind wir sowieso, was das angeht, voll auf den Martinshof eingestellt, da wir nebenbei im anderen Projekt noch das alte Spiel
spielen. Treffpunkt Martinshof heißt das. Wer das noch nicht kennt, kann da gerne mal reinklickern in die Playlist für Treffpunkt Martinshof. Ist auch ein richtig, richtig tolles Spiel. Aber schon ein bisschen was älter, macht aber gar nichts. So, schauen wir mal hier rein. Ich muss mal gucken, wir haben keine Hintergrundmusik. Da werde ich mir dann wahrscheinlich für die nächsten Male was einfallen lassen. Ich fand jetzt die Musik im Menü immer ganz gut. Ich weiß immer nicht genau, warum die manchmal dann im Spiel keine Musik mehr drin haben. Aber naja, gut, so ist das halt. Da ist auch schon Brigitte. Wir sind hier links, ne? Können wir laufen irgendwie? Nee, ne? Wir fragen mal Brigitte, was abgeht. Willkommen auf dem Martinshof. Hi. Das werden die besten Reiterferien aller Zeiten. Das glaube ich auch. Oh ja, ich kann es kaum erwarten. Ich habe mich schon ewig darauf gefreut. Unsere Stimme ist cool. Wir uns auch. Ich verspreche dir, es warten einige tolle Abenteuer auf uns. Super. Es ist einfach immer toll, die, mit den Originalsprechern und sowas. Ich mag einfach dieses Bibi und Tina-Universum. Das klingt ja aufregend. Wann geht's denn los? Ja, wann? Nun wann? Jetzt sofort. Am besten, du startest auf dem Heuboden. Jawollo. Ich bin gespannt, was du entdeckst. Komm danach einfach wieder zu mir zurück. Machen wir. Wie komme ich denn dorthin? Um den Ort zu wechseln, kannst du einfach auf die Landkarte klicken. Okay. Gut. Du startest die Mission. Willkommen auf dem Martinshof. Alles klar. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir auf den Heuboden kommen. Oh, ein Apfel. Den nehme ich gleich mal mit. Oh, was ist hier? Oh, was ist das? Ein Quiz zum Thema Gesundheit und Pferdekörper. Also wir merken, es ist wirklich sehr stark angelehnt an die bisherigen Spiele und natürlich auch an, also wir erkennen es jetzt, weil wir zuletzt das My Horse Club Dings gespielt haben, hier von Schleich, ne? Und war auch sehr schön. Was ist deine Krankheit? Spart, Kreuzverschlag, Lahmheit. Lahmheit ist nicht richtig eine Krankheit, oder? Wir nehmen mal Kreuzverschlag. Ach so, Lahmheit doch? Ich dachte, Lahmheit zählt nicht als Krankheit, sondern wenn das Pferd lahmt, es lahmt halt, aber es ist ja nicht zwingend krank. Okay, weiß nicht. Können Pferde Giftpflanzen erkennen? Ich würde sagen, teils, teils. Ja, manchmal nicht so gut, manchmal besser. Wie nennt man die Hauterkrankung an der Fesselbeuge? Oh, das, glaube ich, nennt man Mauke. Dann, ordne die Körperteile richtig zu. Das Sprunggelenk ist hier, 1. Achso, muss ich, so. Die Sattellage ist dann das hier. Das ist die Kruppe und das ist der Huf. Ja, natürlich richtig. Wann sollte man geschorene Pferde eindecken? Oh, ab 0 Grad, ab 12 Grad. Ja, die sind, da sind sie schon ein bisschen empfindlich, ne? Wie nennt man das Schiefhalten des Kopfes? Oh, verwerfen, verziehen, verwerfen. Ja, ich danke, so war das. Wo wächst der Köttenbehang? Ah, das hatten wir doch letztens auch schon. Am Vorderfußwurzelgelenk. Nein, am Fesselkopf. Mann. Was gilt nicht als die Bestimmung von Mauke? Nicht eine Kolik. Ab wann kann ein Fohlen nach der Geburt stehen? So nach 30 Minuten. Nach einer Stunde? Ich dachte, die stehen schneller auf. Ah gut, okay. Ab wann bewegt sich das Fohlen zum ersten Mal im Mutterbauch? Oh, das ist eine, wann es halt Bock hat, ne? Nach 4 Monaten, denke ich mal. Oh, nach 6 Monaten. Oh, das wusste ich nicht. Das musste ich raten. Sehr gut. Naja. Naja. Ich habe jetzt schon länger kein Quiz mehr gemacht. Also davon waren wir natürlich so ein bisschen eingerostet. Und das wird die nächste Mal bestimmt besser. Ich lasse mir noch eine schicke Musik hier nebenbei einfallen. Das muss schon so ein bisschen sein. Ich finde es immer ein bisschen... Also wenn wir gar keine Musik haben, ist es immer so ein bisschen trist, ne? Oh, Äpfel. Die will ich alle haben. So. Alle her damit. So. Okay. Jetzt gucken wir mal. Auf den... Ah, da oben. Da müssen wir rein. Da stehen die ganzen Pferdchen. Süß. Ich habe Amadeus und Sabrina schon gesehen. Habt ihr sie auch schon gesehen? Schauen wir mal. Oh, was hängt denn da für ein Poster? Von Bibi und Tina? Ein Quiz zum Bibi und Tina fragen müssen. Oh, da bin ich ja gespannt. Wir machen hier mehr Quizze als die Story, ne? Wo ist der geheime Treffpunkt von Tina und Alex? Im Steinbruch. Aber schauen wir mal. Ich habe ja
Ich habe ja alle Bibi und Tina-Folgen irgendwann mal gehört. Also die ganz neuen schaue ich immer, dass ich sie nachhole. Aber sonst, ich habe schon wirklich schon sehr viele gehört. Das ist aber schon ein bisschen was her. Also ich kann mich nicht mehr an alles erinnern. In was verhext du Bibi den Zirkusdirektor? In ein Ochsen oder in einen Esel? Ah, in ein Pferd. Mann. Was frisst das Pony von Bibis Pony besonders gern? Alte Hüte, Socken. Zeitungen? Wirklich? Oh Mann, warum weiß ich das nicht mehr? Oh Mann, das ist echt peinlich. Wo schlafen die Pferde von Martinshof? Wo schlafen denn die Pferde? Auf der Weide? Auf der Koppel? Auf der Koppel in der Pferdebox? Normalerweise, wenn ich jetzt an Max und Moritz denke, wer ist der Schmusepony? Knuddel, Shetty, Knuddel, Schmusi. Oh, das weiß ich nicht. Knuddel. Schmusi? Mann! Oh, ich muss mich wieder besser mit Bibi und Tina auseinandersetzen. Wer gewann das Herbst von dem Wettreiten? Das war bestimmt Tina. Nicht Bibi? Wie kann denn Brigitte was gewinnen? Das hat sie bestimmt wieder nur hergehext. Wie heißt das sprechende Pferd? Miraculous? Nein. Doch. Das haben wir doch auch schon mal. Da hatten wir doch schon mal eine Folge. Wo schläft Bibi auf dem Reiterhof? Im Gästezimmer. In Tinas Zimmer? Echt? Schlafen die zusammen in einem Zimmer? Krass. Okay. Das Zirkusponel heißt Purzel. Ich weiß es nicht. Ich rate. Warum möchte der Tier jetzt nicht, dass Bibi kranke Pferde gesund hält? Weil er zu wenig zu tun hat? Weil man ihn für keinen guten Arzt hält? Dann weiß er nicht, warum sie krank sind. Ja. Ganz genau das. Ja, okay, war okay. War okay. Ich muss sagen, war nicht meine beste Leistung. Da muss ich noch ein bisschen... Ich muss wieder mehr. Ich werde mir sofort Bibi und Tina folgen auf meinen Stick packen und sie in der Arbeit hören. Das mache ich nämlich immer gerne. Während der Arbeit höre ich ja viel so Hörbücher und so ein Kram. Aber auch Bibi und Tina folgen, weil es echt eine tolle Unterhaltung ist. Es macht Spaß. Aber das wisst ihr selber. Euch brauche ich ja nicht zu erzählen, wie viel Spaß Bibi und Tina macht. So, da sind auch schon Amadeus und Sabrina, die zwei Cuties. Ach so. Hey, Moment. Was sollte ich denn machen? Jetzt bin ich hier oben wieder rausgegangen. Aber ich sollte doch hier irgendwie... Geht's um den Punsch? Ah, die Aufgabe. Frau Martins selbstgemachte Limonade. Oh, das sieht nach Grapefruit aus. Gerne, Frau Martin. Gerne. Spitze, da ist ja die Limonade. Jetzt hast du dir erstmal ein großes Glas davon verdient. Ja, das große Glas nehme ich doch gerne. Und habe ich auch dabei. Nee, wo habe ich es denn? Gibt es das bei den Martins im Stall, im Haus? Wir gucken mal nach. Ich schätze mal, es gibt es hier direkt auf dem Hof. Brigitte wartet bestimmt auch gerne auf mich. Also ich sage immer gerne Brigitte, ne? Wenn euch das stört. Dann sage ich auch gerne Bibi. Aber Bibi heißt halt wirklich Brigitte. Und ich mag das einfach, ihren vollen Namen zu nennen. Ich weiß auch nicht, es gefällt mir. So, hier rein ins Haus. Wir kennen ja schon das Esszimmer und die Küche der Martins. Und natürlich auch hier, genau, das ist die umgekehrte Seite. Wir haben ja schon viele Zeit in den Zimmern auf dem Martinshof verbracht, ne, in den ganzen Bibi und Tina Let's Plays. Das war immer ein Spaß. Achso, ich hätte einfach rüber scrollen sollen. Ah, da kann man sich umziehen, okay. Auch gut zu wissen. Na komm. So, wir gehen mal hier rein. Ich glaube, da hätte ich einfach nur ein bisschen nach links zielen müssen. Und dann hätten wir es da schon direkt da gehabt. Und zwar... Oh, da gibt es ja auch wieder ein Quiz. Nee, hä, wo kriege ich denn jetzt die Limo her? Wo ist denn meine nächste Aufgabe? Wir gucken mal im Aufgabenbuch. Sprich mit Tina im Haupthaus. Ach so, da stand auch noch Tina. Das habe ich jetzt ja gar nicht gesehen. Ich habe... Wo stand denn Tina? Vielleicht weiter links, ne? Müssen wir mal gucken. Da steht nur Bibi. Da ist Tina. Seht ihr? Haben wir verpasst. Und was Tina von uns möchte, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Wenn ihr darauf Lust habt und ihr euch auf die nächste Folge freut, könnt ihr gerne ein Abo da lassen und ein Like da lassen und einen Kommentar, wie euch das Spiel bisher gefällt. Mir gefällt das sehr gut. Ich finde die Stimmung schön, die Grafik ist toll. Generell ist so eine Adventure-App im Stil, wie wir es halt schon hier hatten von My House Club. Finde ich echt eine super gute, tolle Idee und macht mit Bibi und Tina gleich
doppelt so viel Spaß. Ich habe natürlich einfach mehr Bezugspunkte zu Bibi und Tina als zu Schleich, muss ich schon sagen. Wobei ich Schleich auch cool finde, aber Bibi und Tina ist doch dann eher noch so mein Favorite. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Schreibt es mir in die Kommentare, aber ich denke, gegen Bibi und Tina, da stinkt einfach jeder ab, ne? Vielleicht noch Wendy, aber wir sehen mal nach. Freue mich auf eure Kommentare. Danke euch fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.